Ich grabe alte Jugendsünden aus. Von wegen aus dem Internet verschwunden. Willkommen zu Let's Play Dreamland von judogames@gmail.com. Welche Eltern denken sich diese Namen aus? Hahaha, war das lustig. Nicht. Egal. Also, liebe Leute, willkommen zu Let's Play Dreamland vom sagenumwobenen Judo. Dieser Titel, dieser Spieltitel und dieser Ersteller könnten euch eventuell bekannt vorkommen. Es gibt da nämlich so einen Let's Player, einen Maker-Let's Player, ein ganz unbeschriebenes Blatt, also den kennt kein Schwein, nennt sich, glaube ich, irgendwas mit Milchgetränk oder sowas. Der hat auch Dreamland gespielt, aber nicht irgendein Dreamland, sondern Dreamland R, also der Remake eines Spiels, welches sich Dreamland nennt. Und genau das Let's Playe ich jetzt. Da dieses Spiel ein Remake nötig hatte, nein, nicht nur einen, sondern sogar zwei Remakes, es gibt ja jetzt Dreamland R Final Mix, wird es wohl, naja, nicht der hellste Stern am Horrorspiel-Firmament sein, aber ihr habt euch ein Horrorprojekt gewünscht und irgendwie, ja, sind die schon alle Let's Played. Und deshalb grabe ich jetzt einfach mal Dreamland aus. Ich glaube, dieses Spiel wird mich in Angst und Schrecken versetzen, aber ich glaube, auf eine andere Weise, als es gedacht war. Ich spiele dieses Spiel blind. Ich kenne zwar Dreamland R und ja, kenne daher schon so ungefähr die grobe Story, aber wie die in Dreamland umgesetzt und erzählt ist und pipapo und was die Illuminaten damit zu tun haben, das weiß ich alles nicht. Und deshalb würde ich sagen, wir gehen auf ein neues Spiel und ich bin einfach mal gespannt, ob dieses Spiel wirklich so gruselig ist, wie man es mir immer erzählt hat. Neues Spiel. Wenn der Tod kein Ausweg ist. Dreamland! Wenn der Mond Blut weint, dann sind wir in Vampire's Dawn. Oh mein Gott, F12. Dreamland! Und die Toten auf Erden wandeln. Lasst mich mal raten! Dreamland! Eine Welt jenseits jeder Vorstellungskraft. Vielleicht ist es ja das. Dreamland! Judo Presents. Was könnte es wohl sein? Es ist doch nicht etwa Dreamland! La 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 la. Ja. Interessant, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. Ach so, ich kann laufen. Ja, toll. Ich habe jetzt gedacht, hier passiert irgendwas. So intromäßig oder zumindest irgendwie. Oh mein Gott, was mache ich überhaupt hier? Wieso habe ich keine Hosen an? Doch, habe ich ja. Ein Glück. Aber was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung. So, wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste unser Name Brad sein. Und das ist er. Und wir sind ein Schriftsteller. Ein Schriftsteller auf Level 1. Haben den normalen Status. 200 von 200 Haarmilch-Tetrapacks. 38 von 38. Mandarinennetzen. Und wir haben 0 Ex-Freundinnen. Oh nein. wir haben keine Items, können keine speziellösen Spezialitäten ausführen, sind vollkommen nackt, können nicht speichern und sind pleite. Mit anderen Worten, wir sind ziemlich am Anus. Ja, ich bewege mich jetzt hier ein bisschen herum. Verdammt, was ist das hier für eine Stadt?
Das fällt mir erst jetzt auf. Die hat ja gepflasterten Boden. Das ist ja unheimlich. Ich sollte mich mal ein bisschen umsehen. Ja, hab ich doch gerade gemacht. Halt mich nicht auf. Ich mach das schon rein in Trulutulutiv. Gehen wir mal da rein. Es muss ja doch irgendwo nach Westen gehen. Also nach rechts. Ah, der war's wieder. Ach, ich hab einfach eine klingelnde Haustür, die schon jemand aufmachen wird. Wieso klingeln eigentlich immer Leute, wenn ich gerade Let's Playe? Sonst will niemand irgendwas von mir. Ich versiffe hier in dieser Wohnung. Ich lebe in meinem eigenen Dreck. Aber wenn ich Let's Playe, dann kommen sie auf einmal alle. Ja, ja, dann bin ich wichtig. Ich wollte vorhin schon anfangen zu Let's Playen. Hab gerade angefangen zu sagen, ja, willkommen bei Dreamland. Und dann hat es meine Katze ganz doll witzig gefunden, mit meiner Einkaufstüte zu wresteln. Und ja, da musste ich das erstmal rausschmeißen, dieses freche Katzentier. Und ja, jetzt kann ich aber in Ruhe aufnehmen, wenn da nicht die Haustür wäre. Die ich einfach ignoriere. Ha, 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 ha. So, also, wir wollen nach Westen. Leider habe ich den Orientierungssinn einer tauben Fledermaus. Aber das macht nichts. Ich mache das ja trotzdem irgendwie super. Die Map ist überhaupt nicht groß. Nein. Und es schneit überhaupt nicht. Nein. Es muss doch irgendwann nach Westen gehen. Ja, ja, ich bin doch dabei. Wenn ich nur lang genug nach Osten gehe, komme ich auch irgendwann nach Westen. Ich bin wie Christoph Kolumbus. Nur halt andersrum. Hm, da di da di da 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 di da 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 di da du ba di ba da schnu. Warum will ich eigentlich nach Westen? Ach, weil es im Westen einfach am besten ist. Das wird der Grund sein. Der einzigst logische Grund. So, was für ein hübsches Blumenbeet. Hier geht es auch nicht lang. Tjo. Ah, hier geht es nach Westen. Na, ah, kein Nebel. Ein Glück. Verdammt, irgendwas stimmt mit dieser Stadt nicht. Oh, wie komme ich darauf? Aber ich muss herausfinden, was. Weil wegen dem Hackbraten. Weil ich halt sonst nichts anderes zu tun habe. Ich muss ja irgendwie meine Zeit totschlagen. Oh, schaut mal. Ein roter Paintfleck. Da war aber wieder diese dicke RTL-Einrichtungsexpertin am Werk. Schmeißt die Stadt mit Pastellfarben zu. Ja. Hier ist ja wirklich, hier tobt ja das Leben. Hier steppt der Hamster. Hier liegt der Opa in Tomatensaft und ich habe keinen Kommentar dazu, weil Opas in Tomatensaft sind halt einfach lecker und die gehören in jede Stadt. Das Haus scheint gerade seine Regel zu haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Der hätte echt keinen Kommentar zu, oder was? Oh mein Gott, was ist hier passiert? Sir, geht's Ihnen gut? Soll ich Mund-zu-Anus-Beatmung machen? Nö, gar nichts. Hm, okay, dann gehe ich halt weiter. La-di-da-di-da. Oh, ein toter Mann. Das ist auch vollkommen uninteressant. La-di-da-di-da. Moment einmal! Oh, ich dachte schon. Ich hätte eine Obstfliege an dem Fenster gesehen. Hm, auch hier nichts Auffälliges. Fuck, was zum Teufel ist denn hier los? Zombies! Heilige Scheiße! Na gut, kommt mal her, ihr vermodderten Teletubby zurückwinker. Brad! Alter, nicht solche Worte, Mann! Das Spiel könnten auch Kinder spielen. Scheiße, ist der Kerl hart! Das ist der härteste Protagonist, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen hab! Mann! Okay, dann kommt doch mal her, ihr verdammten Acht-Mann-Zelt bei Sturmaufsteller. Oh ja. Ich hab auch Harteisprüche drauf. Da, nimm das. Und jetzt bist du dran, du weißer Hai mit Nasenbluten Entgegenschwimmer. Oh yeah. Jetzt warten Sie doch mal, Sir. Ich muss mir einen Spruch für Sie überlegen. Eine Bezeichnung, einen Titel. Okay, nicht überlegen, ich rufe die nur gerade aus meinem Hinterstübchen ab. Es gibt ja einige von diesen Sprüchen. Du Ventilator mit dem Fingerstopper. Oh yeah. Der schaut mich nicht an, der hat keinen Titel verdient. Kind. Oh, jetzt habe ich sie gegeben. Mann, bin ich hart. Ich bin Brad. Ich bin ein Schriftsteller. Ich drücke mich sehr gebildet aus. Ja, du Ü-Ei-Schüttler, so.
Take this. It's dangerous to die alone. Okay, hier geht es nicht lang. Eigentlich müsste jetzt hier ein Flauscheherz auftauchen. Denn hier sind Zombies, ein riesiges Gitter. Das erinnert mich an eine Szene aus Dreamland A. Doch nein. Zu dieser Zeit damals gab es noch keine Herzgrafiken. Ich weiß übrigens nicht, von welchem Jahr das Spiel ist, aber egal. Es wird nicht von 2011 sein. Scheiße, da kommen noch mehr Zombies. Ich hau besser ab. Okay, ich renne einfach gegen dieses Gitter. Nein, er will wahrscheinlich da lang. Mir fehlt ja so ein riesengroßer Leuchtreklamepfeil. Oh, noch mehr. Paintblut. Tine Wittler schlägt wieder zu. Da oben ist sie auch schon. Oh mein Gott. Na, ah, sie will mich umstylen. Moment, das wäre dann... Obwohl, sehe ich auch als Wohnung, als... Ach, ist doch scheißegal. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir sind fast tot, haben nichts zum Heilen. Mit was schlagen wir eigentlich zu? Es hat eine Klingenanimation, aber wir haben keine Klinge. Wir zerkratzen sie einfach mit unseren rasiermesserscharfen Fingernägeln. Ja, habe ich mir schon seit ein paar Monaten nicht mehr geschnitten. Also der Protagonist, ich nicht. Ich dürfte mir sowas gar nicht erlauben. A, weil es eklig ist und B, wegen meinem Beruf dürfte ich gar nicht mit meterlangen Krallen durch die Gegend laufen und auch nicht, weil ich ein Kerl bin und das irgendwie seltsam kommen würde. Warum rede ich über Fingernägel? I really don't know. Oh mein Gott, jetzt reicht's aber langsam. Man kann's auch übertreiben mit dem Rot, Tine. So, wo bin ich denn hier eigentlich? Und warum fährt jetzt der Eismann vorbei? Nein, ist dieses Let's Play Professional Hotel. Okay, ich... Haha, hinter den Kisten finden sie mich nie. Nie. Ja, was muss ich tun? Ich klick mich mal durch. Vielleicht ein Geheimgang, ein geheimer Bodenschalter. Unter diesem Blut? Nein. Vielleicht finde ich irgendwo den Blutschlüssel. Auch nicht, okay. Blumen, helft mir! Mutter Natur! Sagt mir, wo ich lang muss. Weise mir den Weg. Ah, du alte Schlampe. Shit, das werden ja immer mehr. Wieso rede ich denn eigentlich so? Ich habe keine Ahnung. Verdammt! Bah, diesen Schrei habt ihr wahrscheinlich nicht gehört. Okay, wo bin ich jetzt? Wo zum Teufel bin ich? Mir tun alle Knochen weh. Scheiß, mein Gott, sagt er oft Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Das kann ich doch nicht verantworten. Hier schauen auch Minderjährige zu. Ich ersetze jetzt das Wort Scheiße durch, habe ich noch einen tollen Weicheispruch oder Harteispruch, wie auch immer. Nein, ich ersetze es einfach durch Regenbogen. Ich muss mich immer umsehen. Dadurch werden meine Schmerzen sicherlich gelindert. What? Okay. Ah, der Speicherpunkt ist immer noch der gleiche wie in Dreamland A. Beziehungsweise der in Dreamland A ist der gleiche wie in Dreamland. La-di-da-di-da. Da-da-di. Da-da-di-da-du-da-da-da-dum. Badu-badu. Okay, wird's nichts geben. Gehen wir mal diesen völlig unauffälligen Weg. Okay, ein kopfloser Zombie. Was? Ja, ich konnte mich so gut gegen den... Ey, hallo? Okay. Ich konnte mich ja grandiotolotos gegen diesen Zombie verteidigen. Ich umgehe den jetzt einfach. Ein Armloser. Ansonsten schaut er aber nicht gerade wie ein Zombie aus. Er hat nur keine Arme. Boah, hallo. Nee. Ich kann die nicht töten. Soll das so sein? Ich wage das zu bezweifeln.